Mir fragt jetzt Google. Kann Rasensaat erfrieren? Hat er nicht aufgenommen. Kann Rasensaat erfrieren? So, da ist er. Hier, pass auf, mein Bester. Ja gut, heute bist du mein Bester. Bis in den Mai kann es zu örtlichen Bodenfressen kommen. Ja, aber die Frage ist noch nicht beantwortet. Ja, Rasenpflanzen sind sehr frostintensiv. Also das heißt, sie können nicht erfrieren. Können nicht erfrieren. Natürlich können Rasensamen kaputt frieren. Nein, wenn der sich gesetzt hat, steht doch hier. Kann Rasensaat erfrieren? Kein Rasen erfriert bei Frost. Oh, kann Rasensaat erfrieren? Oh, jetzt hat er wieder verkehrte Sender. Kann Rasensaat erfrieren? Rasensamen vertragen zwar auch frostige Tage, ohne zu erfrieren oder abzustellen. So. Nein, ist doch noch gar nicht. Zum Jahresende ein fröhliches Video. Das ist hier nicht möglich, weil du schon wieder Dinge erfindest, die es gar nicht gibt. Rasensaat erfrieren. Die können nicht erfrieren. Und dann ist das nämlich. Mir früh morgen am Jahresende hier in Brass bringen. Dass ihr das versteht da draußen. Mir hat Rasensaat in 5er und 16er installiert. Also reingeschmissen. So, und Wilke spricht schon seit Tagen, das kann erfrieren. Nein, das kann nicht erfrieren. Rasensaat ist wie Wallhecke. Beständig, wenn man schützt. Wir befolgt ja, wie ihr alle wisst, Wallheckenschutzgesetz immer. Und mir schützt Rasensaat auch immer. Wie man sieht, mir hat abgesperrt. Mir freut sich schon wieder richtig auf die schönen Kommentare unter das Video von allen den Hobbygärtnern. Ich habe doch nur gesagt, du hast vor ein paar Wochen Rasensaat draufgeschmissen. Dann hat es tagelang gefroren und da ist die Rasensaat kaputt gegangen. Nein, Herzchen. Mir erklärt dich das nochmal. Rasensaat, wenn das setzt, also das heißt, das ist ja schon gesprießt. Also die Wurzel hat sich gesetzt. Dann kann das nicht mehr erfrieren. Ja, das Abschlussvideo kann man hier nicht vernünftig experimentieren. Wir wollten eigentlich ein vernünftiges Jahresabschlussvideo machen für die Zuschauer. Uns bedanken und. Das kann hier nicht mit dir. Dann kommst du wegen so einem Rasensamengeschichte hier an. Ja, mir brauchst du da keine Schuld geben. Hey, ein Ton. Sag mir Schuld, dann knallst du hier. Ein Ton, nur ein Ton. Da, guck mal. Hinter dir und geh mal nach oben hin. Da steht der Schuldige, der hier mit seiner Sackkarre und seine Kartons rübergefahren ist bei Frost und jetzt gelbe Stellen auf dem Sportplatz sind. Das ist auch noch lehrreich für die Zuschauer da draußen. Bei Frost soll man die Plätze nicht belassen. Dann entsteht nämlich sowas. Und das hat er da oben verursacht und nicht mir. Und das könnt ihr da draußen alle erfahren. Mir hat hier den Platz nicht betreten. Er wollte Kartons da hinten wegholen. Die ganz schweren Kartons mit Paddelboot? Nein, mit Sackhaare. Mir ist jetzt komplett durcheinander. Und dann hat er die aufgepackt und ist da rübergeschlurrt. Und da war da Frost drauf. Und dann entstehen gelbe Flecke. Wieso entstehen gelbe Flecken? Ja, das mir ist doch kein Professor über gelbe Flecke. Im Schlüpfer schon. Und anstatt hinten rumzulaufen. Udo, nee. Kann ich nicht die filmen? Ja, anstatt hinten rumzulaufen, nee, nimm dir die ab kurz über vom Platz. Und dadurch sind die gelben Flecken gekommen. Mir geht doch immer Schuld von jenen. Auch von den großen Bengel hier. Das Erste, was er gesagt hat, wer ist da über den Platz gefahren? Nur weil ich den Trecker da vorne hingestellt hatte. Und da habe ich gesagt, da bist du drüber gefahren. Hast aber schon einen kleinen Schaden verursacht, Wilfred. Was kommt wieder? Der Rasen, der wird wieder grün. Wir sind noch nicht fertig mit unserer Diskussion. Mir hat jetzt kein Ob Rasensamen erfrieren können. Das kann nicht erfrieren. Nochmal, ich google jetzt vernünftig. So, und jetzt sollst du es hören. Da steht da. Rasensamen kann nicht erfrieren. Er glaubt's nicht. Kann Rasensaat erfrieren? Wieso redest du nicht mit mir? Können Rasensamen erfrieren? So, da steht. Rasensamen vertragen zwar auch frostige Tage, ohne zu erfrieren. Ertragen auch zwar frostige Tage. Oder abzustimmen. Benötigen jedoch eine konstante Bodentemperatur von mindestens 10 Grad,
um ein Wachstum zu fördern. Wenn der Rasensamen drin ist, jetzt auf Deutsch gesagt, mir wird dir jetzt richtiges schön Rasensamenkunde geben. Auf Deutsch gesagt, schmeißt du den Rasensamen rein. Wo rein? In deine Haare, dann kommen die Haare noch besser. Im Boden. Das heißt, der wird eingehakt. Dann ist er erstmal geschützt. Dann kann der nicht erfrieren. Verstehst du? Der kann nicht erfrieren. Ob das jetzt aufgekommen ist oder nicht aufgekommen ist, der kann nicht erfrieren. Die gute Nachricht, Rasensamen sind sehr frostresistent und die Erfrierungsgefahr damit de facto nicht vorhanden. Ob bei der Rasenneuanlage oder bei der Nachsaat, Bodenfrost ist keine Gefahr, da Rasensamen nicht erfrieren. Oh, was heißt das jetzt? Ich möchte es jetzt hören von dir. Ja, okay, Entschuldigung. So, endlich mal. Am Jahresende entschuldigst du dich. Mir ist sowas von Blackout habe ich jetzt. Das glaubst du gar nicht. Man kann doch nicht alles nehmen. Nee. Du glaubst mein Google nicht, aber dein Google glaubst du. Hast du da irgendwie ein extra Google oder was? Normal, dann googelt er das nochmal nach. Als wenn mein Google aus Friesisch ist. Ja, ich gestehe mir ja ein, Udo, du hast recht. Ja, so. Dann hör jetzt auf mit. Dann hörst du nicht oft, aber du hast recht. Ja. Das Wort klingt so geil in Ohren, ne? Oh Gott, ey, ich hatte recht. Ja, ich habe mehrmals schon recht gehabt. So, liebe Zuschauer, wir drei wünschen euch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Bleibt alle gesund. Und wie gesagt, wäre schön, wenn ihr das Video teilt, dass alle Leute das sehen können. Und wir sehen uns dann nächstes Jahr wieder. So, und jetzt macht die Kamera aus. Mir will jetzt den Kaffee trinken, weil jetzt Jahresschluss ist. Und dann geht Papa schön nach Hause und muss ein bisschen vorschlafen. Wie feiert ihr eigentlich in der Corona-Zeit Silvester? Das würde mir mal interessieren. Schreibt das doch mal bitte in den Kommentaren. So, mir ist erstmal jetzt glücklich, dass er sich am letzten Tag noch entschuldigt hat. Da komme ich gar nicht drüber weg. Also bin auch jetzt ein bisschen Blackout-mäßig. Trotzdem. Warum denn Blackout? Ja, weil du den letzten Tag bei mir entschuldigt hast. Weißt du, das ganze Jahr habe ich drauf gewartet. Das ganze Jahr, wo ich recht hatte. Du hattest ja nie recht. Einmal hattest du jetzt recht. Ich hatte mehrmals recht. Da kannst du aber hingucken. Mir hat Manning mal recht gehabt. Aber du wolltest ja alles, hast du nachgegoogelt. Alles. Denn. Liebe Zuschauer, mir soll jetzt ein Outro machen. Mir hat keine Ahnung von einem Outro. Nicht? Aber lasst einen Daumen. Unter den Kommentaren drin oder abonniert unseren Kanal oder wie auch immer. Ich hab da auch keinen Bock. Du hast dir nicht ein Wort gemerkt. Nee. Nicht ein Wort hast du dir gemerkt. Nee, weil alles zu viel ist. Wir machen hier jetzt ein Outro, sagst du. Ich weiß doch noch nicht mal, was ein Outro ist. Abonniert jetzt den Kanal. Mir hat auch keinen Bock mehr hier. So, tschüss. Nee, du lachst. Was ist ein Outro? Das kommt am Ende. Ja, Outro, da kannst du mal sagen, das ist Schlusswort. Du bist sowas von kompliziert, bist du. Outro. Oh, ich mach jetzt ein Outro. Da liegt ein Haufen. Der muss jetzt in die Schubkarre. Blödsinn, Outro.